Ein Fass ohne Boden. Wortwörtlich. So, zurück dorthin, wo wir hergekommen sind. Es müsste, glaube ich, noch ein wenig weiter nach oben gegangen sein. Jawohl, hier. Und dann schauen wir uns mal hier oben noch um. Dann können wir jetzt endlich mal den Seilpfeil anbringen. Wo ist der denn? Auf der 8. Machen wir nochmal einen Sicherheitsspielstand. Und angeln uns an dem Seil nach unten. Meinem Gesicht fern ihr die, oder es wird euch leid tun. Okay. Haha. Ein sprechender Totenschädel. Ja. Sehr lustig jedenfalls. Und ein bisschen hin und her kriegen wir den Seilpfeil hoffentlich auch nochmal. Tada! Und so haben wir auch mal noch ein bisschen extra Geld gemacht. Ist noch jede Menge zu holen, oder wir müssen noch sehr viel mehr bekommen, aber es läppert sich. So. Die Etage haben wir. Dann geht es hier wieder nach unten. Dort sollte man vielleicht nicht hinunterfallen. Hier waren wir eben schon und haben die ganzen lustigen Geräusche gehört. Aber noch nichts gesehen. Versuchen wir mal, ob ich darüber springen und mich hochziehen kann. Jawohl! Marat. Okay. Das waren aber ein paar süße Katakomben. Ich habe mir etwas mehr erhofft. Sie haben mir, glaube ich, nach wie vor nur einen goldenen Knochen. Das ist noch ein wenig. Noch ein bisschen wenig. So, wir sind wieder hier bei der lustigen Falle. Sind eben einmal hier abgebogen, bevor wir im Kreis gelaufen sind. Das heißt, wir gehen jetzt auch wieder hier nach oben. Hierdurch waren wir eben, oder? Ja. Sind wir hier die Leiter hoch? Ich glaube nicht. Nein, wir waren irgendwann eine Zweierleiter hoch. Aber nicht eine Leiter von einer Höhe von 3. So, da drüben scheint leider auch nichts zu sein. Puh. Glück gehabt. Okay, bei diesem Grab mit den Hämmern oder von den Hammeriten waren wir noch nicht. Dann schauen wir uns das mal noch an. Die Hammeriten und ihr Hammer. A never ending story. Oh.
Das macht also öfter mal so ein Fitschgeräusch. Ah, oh, hier haben wir sogar eine Leiter für nach unten. Und wir haben wieder Weihwasserpfeiler, sehr schön. So, hier haben wir noch Goldknochen, Schädel und Bein. Einen Arm hatten wir auch schon. Das heißt, uns fehlt noch ein Torso, ein Arm und ein Bein. So, von der Leiter abspringen ist eine schlechte Idee. Aber wir können nach und nach die Katakomben erkunden. Ohne größere Probleme. Der. Feuergruft, die Zombie macht mir schon ein wenig Angst. Ich glaube, dann sollte man vielleicht mit Wasserpfeilen beschießen. Am besten mit heiligen Wasserpfeilen. Oh, sehr schön. Man kann von der Leiter aus den Schrein antatschen. Ja. Und dann von hier aus hoffentlich schnell auf den schießen. Nach 4 ergreift er schnell die Flucht. Und ist danach verschwunden. Hier haben wir noch einen Feuerpfeil gefunden. Ich höre jede Menge Untote. Nicht gerade vertrauenserweckend. Wir haben hier verschlossene Platten. Er ist wieder da, er ist wieder da. Leider ist alles verschlossen. Welche Schlüssel bis jetzt? Nein, auch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal zurückkommen. Ach, das ist vielleicht das mit diesen Fackeln, die wir erleuchten müssen. Da kommt schon wieder der Brennende. Ich versuche jetzt noch mit Feuerpfeilen irgendwas auszurichten, sonst müssen wir laden. Okay. Das war es nicht. So, wir hatten den weg. Und dann haben wir hier die Fackeln. Da haben wir wieder das flammende Männchen. Es verfolgt uns.
Machen die ihm nichts? Scheinbar nicht. Boah. Und Tote haben wir auch noch jede Menge. Wahrscheinlich alle freigelassen worden. Huh, schnell weg. Schnell abgetaucht, wofür auch immer der Hebel war, den ich umgelegt habe. Wie, ich komme nicht hier raus? Doch. Sehr schön. Leicht mit Fallen gespickt alles. Und? Man sieht noch, wie die Druckplatte nach oben geht. So, nochmal schnell hier alles mit Feuerpfeilen beschießen. Das Flammenmännchen kommt bereits wieder. Vergessen. Oh nein, jetzt habe ich die Tür wieder verschlossen. Ich habe die Tür verschlossen. Ich kann die Platten über mir zuziehen. Interessant. Nur was uns das hilft, weiß ich leider nicht. So, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwo rauskomme. Das sieht doch schon nach ganz schön vielen Fallen aus. Holla. So, Indiana Jones Abflug. Sehr schön. Ich bin dann mal weg. Hat ja noch gut funktioniert. Sind wir über den ganzen süßen Zombies? Die uns nicht gesehen haben. Na doch, jetzt schon, aber. Abflug! Nein! Das war ein Abflug zu viel, aber ich sehe wieder einen Goldknochen. Sehr schön. Jetzt bin ich da, wo ich hin möchte und doch nicht. Ah. Ich glaube, das Labyrinth zieht sich ein wenig. Okay, hier geht es dann weiter oder wieder zurück. Oh, ich habe den Arm nicht mitgenommen. Scheinbar. Oh, und ich bin gleich ertrunken. Oh. Doch nicht ertrunken, immerhin.
Okay, auch wenn man hier irgendwo ins Wasser gefallen wäre, müsste man dort hinten raus. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich mich hier hochziehen. Sieht nicht so aus. Schade. Dann suchen wir uns natürlich den anderen Weg. In dem es ja bereits ein Treppenhaus gibt. Und das bringt uns dann hoffentlich wieder nach oben. Aber ich glaube, wir haben noch keinen Main Objective erledigt. Ich habe weder das Horn, um die Boros zu beruhigen, noch weil es der Hauptauftrag ist, noch einer der zwei Edelsteine, oder? Oh doch, die Seele des Mystikers, ein Edelstein, den haben wir. Das war vielleicht der mit den Fackeln und hinten dran, der Grube. Ha. So, noch einer sagt, Grabräuber sein lohnt sich nicht. Sind zwar ein paar Zombies unterwegs, aber die KI der Zombies ist jetzt nicht die beste. Das war der Eingang. Wir kamen von hier links. Das heißt, wir schauen uns hier mal um. Oh, die Druckplatte ist einfach netterweise in der Mitte. Ah, ist das, wo der Becher oben drauf steht? Jawohl. Das, was wir am Anfang gesehen haben. So, schauen wir eigentlich mal, welche Skelettteile wir haben. Tja, Hand, Bein, Kopf. Fehlt noch ein goldener Torso. Ein güldener Torso. Oh nein, das ist der Quatsch vom Anfang, wo es nicht weitergeht. Oh, lass mich durch. Viel zu viele Zombies. Hallo Zombie mit Duckface. Ha! Die haben schon diese hässliche Duckface-Bewegung gemacht. Da war die noch gar nicht bekannt und nicht in Mode. Das ist doch mal wenigstens eine lustige Feststellung. Die Zombies aus Dark Project haben den Duckface-Hintern schon gemacht, als dieser noch nicht erfunden war. Fuck. Nein, ich habe hier gespeichert. Och, nö, ne? Dann müssen wir jetzt in den Raum mit dem Pokal zurück. Aber der sollte sich relativ leicht finden lassen. Und verdammt sind die Zombies stark. Oh nein! Es liegt bestimmt am Almighty Duckface hinter. So, Quatsch beiseite. Pokal abgestaubt, sehr schön. Hinter mir sind sie, dann laufen wir diese Richtung davon. Oh, Gott sei Dank ausgewichen. Ich sollte vielleicht nochmal speichern. So, ach, der Quatsch, wo anfangen? Wie oft ich da noch reinlaufen möchte, weiß ich nicht. Gut, dass wir an dem vorbeigekommen sind. Und wie das mit dir? Darf ich an dir auch vorbei? Nein, darf ich nicht. Oh, verdammt. Und tot. Wow. Zombie-Kotze.
So, das Buch haben wir gelesen. Ah, tot. Nein? Hier wäre eine Krypta, einen leeren Schrein. Da liegt noch das Bein, das muss ich mir jetzt gleich nehmen, aber erst nachdem ich geladen habe. So, zurück zum Anfang. Und das Bein verleiben wir uns ein. Und dann muss ich auf jeden Fall nochmal zu den höheren Etagen der Krypta. Leider weiß ich an so manchen Stellen immer noch nicht, wie es weitergehen soll. Habe ich jetzt der Zombie ganz leicht gekratzt oder warum habe ich gerade ein bisschen HP verloren? Ah. Hier wäre es hoch oder runter gegangen. Interessant. Oh nö. Die gibt es hier auch hier oben. Oder diese komischen Dinos nicht. Oh, nö. Birk. Ein Spuckdino. Wow. Dann sollten wir doch echt mal speichern. So, ich glaube, von dort aus kommt auch ein Projektil. Falsch abgestürzt. Okay, hochgezogen. Ah, war das da ein bisschen hier rüber dann? Die Erhöhung, die mich gekostet hat. Wenn die Blicke der wen die Blicke der Wächter erreichen, ist dem Tod geweiht. Zeit abzuspeichern. Oh. Da hat mich wohl einer gesehen. Stimmt der, den ich vor dessen Nase ich vorbeigesprungen bin. Ach nein, oh. Das war natürlich dumm. Also, wir können hier rechts vorbeilaufen. Um diese Säule herum und hier herum. Und das ist alles falsch.